7-7 die erste. Du musst mir sagen, wo... Niklas, du sagst mir jetzt, wo Sophie ist, okay? Ey, dann wird auch alles wieder gut. Wir können zusammen frühstücken. Alles okay. Aber du musst mir sagen, wo Sophie ist. Ist sie im Haus? Oh Mann, Niklas! Was willst du denn von mir? Ich muss, also ich kann es nicht aussagen, wenn er raus. Sieht man, dass sie am Rand steht? Nein, ne? Nö. Okay. Kate? Ja, bitte. Wir machen uns hier eine schöne Zeit. Einen Tag lang. Nur wir beide. Boah, das gibt's doch gar nicht. Du musst die Augen richtig zumachen, das war wirklich so. Ja. Aus Sicherheitsgründen. Setz dich doch. Möchtest du was trinken? Ich glaube nicht. Okay, ja. Danke. Du musst die Augen richtig zumachen, das war wirklich so. Ja. Aus Sicherheitsgründen. Bereit? Und lass sie dann so fallen, weil sie ja von dir sind. Ja. Aber es ist natürlich peinlich, wenn es nicht kaputt geht. Mhm. Und du musst die Augen richtig zumachen. Das war wirklich so. Ja. Aus Sicherheitsgründen. Ja. Bereit? Kannst du noch ein bisschen nach da? Ja, sehe ich. Fick dich ruhig laut. Fick dich. Ja, fick noch mehr, dich. Noch mehr. Fick dich, Alter. Fick dich, Alter. Ja. Okay. Fick dich. Und bitte. Wir machen uns hier eine schöne Zeit. Einen Tag lang. Nur wir Stopp. Beide. Stopp, Licht wechseln. Ja, genau. Anpassen? Okay. Wir machen uns hier eine schöne Zeit. Einen Tag lang. Nur wir beide. Alter. Fick dich doch! Fick dich doch! Dieser Ort hat echt was Magisches. Findest du nicht auch? Weißt du, Tommy, mir ist in den letzten beiden Jahren beim alleine Nachdenken klar geworden, wie falsch ich mich manchmal verhalten habe. Aber ich habe mich echt gebessert. Ich gehöre jetzt auch zu den Coolen. So wie du und Chris und Malte und Leo, der immer die geilen Hauspartys geschmissen hat. Ich bin jetzt einer von euch. Auch ein Zigarettchen. Das geht aber gar nicht. Auch ein Zigarettchen. Das geht aber gar nicht. Aber da kommt ja eh direkt der Kat.